Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stellplatzvorstellung mit eurem Dachmobil. Wo sind wir denn diesmal wieder gelandet? Wir haben ein verlängertes Wochenende über die Karnevalstage und haben gedacht, klar, ab in die Niederlande. In Deutschland regnet es. Hier regnet zwar auch ein bisschen, aber wir stehen am Emmer hinter uns in, ich spreche es glaube ich nicht richtig aus, aber so wird es zumindest geschrieben, in Bunschoten-Spackenburg im Yachthafen Nieburg. Der Yachthafen hat unter anderem eben auch einen Stellplatz, einen saisonalen Campingplatz und zwei Glampingzelte. Das alles zeigen wir euch, weil er hat nämlich noch viel mehr. Und das ist wieder mal ein Video für euch wert. Lasst uns mal vorne anfangen, wo ihr ankommt. Auf geht's! Hallo, ihr kommt angefahren. Entweder kommt ihr von zu Hause, also von Deutschland, von der Autobahn, dann kommt ihr mit Sicherheit durch den Ort Bunschoten-Spackenburg. Dann kommt ihr von der Seite. Seid ihr aber auf einem Holland-Trip und kommt vom Eiselmeer oder von der Küste her, dann kommt ihr mit Sicherheit von hier, weil es da hinten Richtung Amsterdam und Eiselmeer geht. Dann kommt ihr von der Seite. Es steht ein kleines Schild da, Camping, womit der Wohnmobilstellplatz und auch hier der integrierte kleine Campingplatz gemeint ist, und fahrt hier die Einfahrt in den Yachthafen hinab. Unten haben wir nämlich gerade schon einen Kollegen beobachtet, der in den dahinterliegenden Bungalowpark abgebogen ist und gerade krampfhaft versucht, sich zu drehen. Fahrt nicht in den Bungalowpark ein, da kriegt ihr eure Wohnmobile nämlich nicht gedreht. Der versucht da jetzt krampfhaft in der Schräge rückwärts wieder rauszukommen, was nicht gut aussieht. Beifahrerin ist schon ausgestiegen, also auf das Schild achten. Wenn ihr die Einfahrt runtergefahren kommt, seht ihr, dass ihr gegen einen Schlagbaum fahrt. Der geht nicht einfach so auf. Da ist auch kein Knöpfchen, dass er aufgeht. Dafür müsst ihr nämlich die Telefonnummer, die hier steht, beziehungsweise wenn ihr gebucht habt, die in eure Anmelde-E-Mail erhaltet, von dem Jos anrufen. Jos ist hier der Hafenmeister und der urigste Hafenmeister, den wir kennen. Auch genannt der Rasenmähermann. Wenn ihr das Video, das wir natürlich zum Stellplatz parallel für die Umgebung, was wir hier so gemacht haben, gedreht haben, werdet ihr feststellen, warum wir Jos ganz tief in unser Herz geschlossen haben. Weil er hat uns nämlich rausgezogen. Wir haben uns hier nämlich festgefahren, weil wir zu blöd waren zum Lesen. Okay, die Preise, die hier stehen, stimmen nicht mehr ganz. Ihr zahlt jetzt von Oktober bis März 20 Euro und in den verbleibenden Monaten 23 oder 24. Das weiß ich nicht, habe ich nicht nachgefragt, weil wir hatten online gebucht und dann wurden mir die 20 angezeigt und der Rest war mir egal. Gehen wir mal zur Schranke. Zu Öffnungszeiten des Büros könnt ihr natürlich hier auch die Sprechanlage benutzen. Wir hatten, wie gesagt, in den Wintermonaten die Aufforderung bekommen, anzurufen über die Telefonnummer. Ob die Sprechanlage jetzt funktioniert, wissen wir nicht. Wir haben sie nicht ausprobiert, könnt ihr natürlich auch ausprobieren. Der Schlagbaum bleibt von 22 bis 7 Uhr zu. Da ist nämlich hier Nachtruhe. Und damit ihr mit euren Fahrrädern oder zu Fuß hier rauskommen könnt, ist natürlich hier vorne ein Durchgang, damit ihr hier ein- und ausgehen könnt. Wollt ihr wieder mit eurem Wohnmobil rausfahren, gibt es, wenn ihr beim Hafenmeister war, eine Münze, die ihr drüben in der Ausfahrt einwerfen könnt und dann geht der Schlagbaum auf. Wollt ihr zwischendurch rein und rausholen, müsst ihr euch halt, wenn ihr sie einmal eingeworfen habt, wieder eine neue Münze holen. Ansonsten müsst ihr für immer nämlich hier bleiben. Direkt neben dem Eingangsbereich haben wir das Havernest. Hier habt ihr einen Biergarten mit einer schönen Location, wo ihr essen und trinken könnt. Also die haben auch, ich glaube, bis 22 Uhr geöffnet oder 21 Uhr. Wenn ihr ankommt und habt nichts mit und wollt nicht bis in den Ort laufen, könnt ihr euch hier auf jeden Fall gemütlich hinsetzen. Im Sommer sehe ich gerade stehen Grill, werden auch Barbecue angeboten, also
Ich habe gerade gefragt, ob wir drin filmen können. Er meinte, wir öffnen erst in 10 Minuten. Vorher kann ich nicht filmen. Und da es jetzt regnet, gehen wir einfach weiter. Wer weiß, wie nass ich sonst gleich werde. Hat er Pech gehabt. Und wenn ihr dann ankommt, um zu bezahlen, bzw. um eure Buchung zu bestätigen, geht ihr hoch hier zum Hafenkantor, oben zum Jupp, und dann regelt ihr das Schriftliche mit ihm. Er gibt euch dann einen Platzplan und zeigt euch, auf welcher Parzelle ihr gebucht habt oder stehen könnt, falls ihr nicht gebucht habt. Alles klar, einmal die Treppe hoch und dann geht's oben rechts ins Büro und dann könnt ihr euch bei den netten Kollegen oben bei der Josephine oder beim Jupp anmelden. Fangen wir an mit der Entsorgung. Da wir ja immer die Filmchen in der Reihenfolge machen, wie wir die Sachen vorfinden, starten wir wieder mit der Entsorgung. Aber es ist ja nicht das erste Mal. Ihr habt hier eine Abwasserrinne, einfach drüber fahren, Hähnchen auf, Tauwasser raus. Ganz einfach. Normalerweise steht der Traktor auch nicht hier. Der Just ist gerade gerufen worden, er wollte mit dem Traktor nämlich eigentlich was anderes machen. Und deshalb hat er ihn hier eben abgestellt. Er hat auch die Auflage, wo die Boote mit ins Wasser kommen. Drüben ist die Slipanlage. Und wir waren gerade im Inneren dieser Halle. Dort sind Boote geparkt. Ich wusste gar nicht, dass man mit Jagd und Tetris spielen kann. So stehen die da drin. Voll, da kriegst du kein Fahrrad mehr rein. Echt wunderschön. Richtig tolle Dinger drin. Toll, wie das gemacht wird. Er sagt, um auszuräumen, braucht er 2 Wochen. Okay, das ist ein Stellplatz und kein Yachthafen-Video, aber das ist eben wichtig für euch. Und das müsst ihr wissen, wenn ihr in den Monaten kommt, wo die Boote noch nicht im Wasser sind, ist hier natürlich auch Yachthafenbetrieb. Es werden Boote hin und her transportiert, es werden Reparaturarbeiten unternommen. Passt also auf, wenn ihr mit eurem Mobil hier fahrt, das ist hier quasi Werksverkehr. Ne? Ansonsten ist es aber hier ultra, ultra ruhig. Zeigen wir euch auch gleich noch, wo wir stehen. Ist wirklich eine schöne Location. Der Yachthafen mit allem, was dazugehört, ist seit 50 Jahren in Familienbetrieb, was man hier spürt. Hier arbeiten 3 Generationen mit, plus 2 zusätzliche fleißige Helfer. Und man spürt es überall. Es gibt für uns Camper in den Wintermonaten 10 asphaltierte Flächen. Im Moment kann man, wie wir erfahren durften, ja auf den Rasenflächen nicht stehen. Es sind insgesamt aber sonst 23 Stellplätze zur Verfügung. Anzumerken an der Stelle ist, dass wohl hier noch ein Hotel gebaut werden soll, auf einer Stelle, die wir euch gleich zeigen, in 2 Jahren. Und der Camperplatz dann auch noch mal renoviert werden soll, indem die Wege oder die Stellflächen Rasengittersteine oder Schotter erhalten. Hinter dem Wohnmobilstellplatz haben wir 2 Glamping-Hütten, die wir gleich auch noch mal zeigen. Und dahinter ist noch ein saisonaler kleiner Campingplatz mit 12 Stellmöglichkeiten für Wohnwagen oder auch weiteren Wohnmobilen. Und Zelte sind hier auch herzlich willkommen, genauso wie eure Hunde. Und zu dem Preis von derzeit 20 Euro ist all inclusive. WLAN, Entsorgung, Dusche, Strom, da ist alles drin. Wasser. Frischwasser, Chemietoilettenentsorgung, Hunde, Personen bis unter Dach, alles dabei. Also es kommen keine weiteren Kosten auf euch dazu. Prima, oder? Sollten wir öfters so einfach haben. Nutzen wir die Regenschauer, um euch noch ein paar Informationen zu dem Platz zu sagen. Ihr seid in einem guten Kilometer im Zentrum. Dort gibt es samstags einen wunderschönen Wochenmarkt. Es gibt viele Geschäfte, es gibt viele Lokale, es gibt einen wunderschönen historischen Hafen, viele alte Gebäude. Und an der Stelle schaut einfach das andere Video. Es wäre jetzt zu viel, alles aufzuzählen. Logischerweise, wir sind in den Niederlanden, liegt der Stellplatz an einem wunderbaren Radwegenetz. Gute Spazierwege, Badestrand, ja, Wassersportmöglichkeiten. Es gibt da vorne noch eine Segel- und Surfschule. Also von daher alles, was das Herz begehrt, ist da. Es gibt hier noch einen Fahrradverleih auf dem Platz, einen Bootsverleih. Und
Was haben wir sonst? Der Platz ist videoüberwacht. Und ansonsten? Das ganze Jahr geöffnet. Das ganze Jahr geöffnet. Und ansonsten hat es jetzt aufgehört zu regnen. Dann können wir jetzt nämlich wieder weitergehen. Auf der Homepage könnt ihr, wie gesagt, auch vorab buchen, was in den Sommermonaten jetzt sicherlich zu empfehlen ist, weil dann hier auch die Boote nicht stehen. Das sind alles Parkplätze. Also von daher ist hier dann schon eine hohe Traffic. Und wir haben hier noch den Gasservice. Ihr könnt hier Gasflaschen tauschen. Denkt dran, die niederländischen Flaschen sind anders wie unsere. Und ansonsten ist hier Grillen in jeder Facette erlaubt. Klar, kein offenes Lagerfeuer, aber ob Holzkohle, Elektro, Gas, ihr könnt grillen. Also besseres Wetter und ab geht's mit den Würstchen. Wir haben hier den Wasserbereich, nenne ich ihn einfach mal. Entsorgung, Versorgung. Im Winter ist der Herrenbereich mit WC und Duschen für die Herren geschlossen. Wir haben hier außen verschiedene Spülmöglichkeiten mit Warmwasser und Kaltwasser und auch einer Gemüseputzstelle. Ja, hier ist ein Tropfsieb im Becken. Wir haben es dann auch genutzt, um unsere Keile wieder sauber zu machen, die so voller Lehm waren. Und bei der Anmeldung erhaltet ihr dann, um hier die Türen zu öffnen, entsprechend einen Code, den ihr hier auf dem Tastaturfeld eingebt und dann öffnet sich die Tür. Schalten wir euch erst einmal da für diese Tür. Genau. Die Chemietoilettenentleerung. Alfred füllt jetzt nicht den Code. Ich gebe mal zip, zip. Drücken, nicht ziehen, wie ich es immer mache. Und tada! Waschmaschine und Trockner sind auch noch da. Was es kostet, habe ich vergessen zu fragen. Da hätte ich den Jus eben noch fragen können. Aber fragt einfach bei der Anmeldung, weil wenn ihr das Video gesehen habt, wisst ihr ja, dass die hier sind. Und dann könnt ihr direkt fragen. Das Hafenkontor ist jetzt auf den Samstag heute nicht besetzt. Und von daher schaut auf der Homepage, wenn noch Informationen fehlen, die ihr benötigt oder buchen wollt. Link wie immer unten im Video. Klassische Chemietoilettenentleerung mit ausfahrreichem großen Ausguss. Alles picobello sauber, genauso wie sanitär. Das zeigen wir euch jetzt. Das ist der Sanitärbereich für die Damen in den Wintermonaten und allen zu nutzen. Und schön warm, kuschelig mit separaten Waschbecken, die auch nur für die Körperhygiene bitte benutzt werden sollen. Seife im Spender, Papiertücher sind da, Abfallbehälter. Jede Menge Haken, die an den Wänden platziert sind. Alles super, super sauber. Wie auch die Duschen. Und entsprechend gibt es in der Dusche selber auch noch eine Ablage. Vorne das Bänkchen mit den Haken, wo ihr eure Sachen platzieren könnt. Der Wasserstrahl läuft, glaube ich, anderthalb oder zwei Minuten. Einfach drauf drücken, er läuft wieder von Anfang an. Er ist in einer Temperatur eingestellt, passend temperiert, so dass es für alle passt, denn die Türen wackeln so ein bisschen. Und dann könnt ihr duschen, bis ihr Schwimmbeute bekommt. Dann haben wir hier noch drei Toiletten, entsprechend mit Hygienebehälter und den Utensilien, die man halt auf dem WC benötigt. Auch hier alles sauber. Wir haben es auch in keinem anderen Zustand vorgefunden. So, dann gehen wir jetzt mal weiter zum Platz. Kommt mit. Hier haben wir im Sommer einen kleinen Biergarten, der vorne in dem Campingwagen platziert ist. Ob das dann vorne auch zu der Surf- und Segelschule gehört und zum Bootsverleih oder so, das kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Und an der Stelle soll wohl auch später das Hotel hinkommen. Genau weiß ich nicht, wo und in welcher Art. Aber so, wie ich das verstanden habe und wie ich die Leute jetzt hier kennengelernt habe, wird es schon hier hinpassen. Nebenan, hinter dem Platz, haben wir auch einen Sandbadestrand und die Hundewiese und den Hundestrand.
Hier auf dem Gelände sind die Hunde an der Leine zu. Also wenn ihr auf dem Platz steht, habt ihr im Grunde auf einer Seite relativ immer den Blick aufs Wasser, entweder auf den Yachthafen oder auf das Emer. Und wie es in so einem Yachthafen ist, sieht man natürlich hier das ein oder andere an Bewegung. Ist ja auch mega interessant. Die Stellplatz haben wir hier. Die Rasenflächen werden jetzt gerade nicht genutzt, weil die Wiesen von dem vielen Regen so aufgeweicht sind. Aber ich sage das jetzt zum 50. Mal, dass wir ja stecken geblieben sind. Und der Weg an sich ist aus Rasengittersteinen, an dem aber der ganze Erdbereich rausgespült wurde und sich jetzt oben auf den Gittersteinen als Modder niederlegt. Und derzeit, wie gesagt, werden nur vorne die asphaltierten Flächen genutzt. Ansonsten, die Flächen sind ca. 5x10 Meter groß, parzelliert, getrennt mit diesen schönen kleinen Holzzäunen, dass man so ein bisschen die Privatsphäre hat. Und der hintere Bereich wird als Campingplatz genutzt, den wir euch eigentlich auch noch mal kurz zeigen könnten, oder? Ja, können wir gleich machen. Machen wir gleich am Anschluss. Wir sind hier gerade einmal unterwegs. Es gibt in jedem, es sind zwei Fahrwege, in jedem Fahrweg einmal in den Sommermonaten noch mal eine Wasserzapfstelle, die jetzt abgestellt ist. Die Plätze verfügen. Ihr müsst euch das Wasser mit der Gießkanne eben hinten im Sanitärgebäude holen. Genau. Es gibt im Moment keine Möglichkeit, mit dem Schlauchwasser zu holen in den Wintermonaten. Nee. Ne? Im Sommer könntet ihr das hier, aber ist abgestellt. Gehe ich von aus, ne? Ja. Jetzt könnt ihr es halt nur in kleinen Mengen in entsprechenden Kanister, Gießkannen, Behälter oder ähnlichem. Und die Stromsäulen, sie sind eigentlich immer ein über den anderen Platz, entweder als Kasten. Nur als Kasten. Nur als Kasten, mit 10 Ampere abgesichert. Steckt da euren Stecker rein und gut ist. Genau, angezapft ist. Wie gesagt, im Winter könnt ihr hier auf der Asphaltfläche stehen. Ich habe mich nämlich gewundert, dass die Plätze alle belegt waren, als ich gebucht habe. Und dann habt ihr aber auch direkt vor der Nase diese schöne kleine Anlage, wo ihr im Sommer mit Segeltüchern, nee, wie heißt das hier Sommer? Ach, mit so Schattendinger. Mit Sonnensegel die Picknickplätze überdacht habt. Verschiedene Blumen sind entsprechend hier angebracht. Nur achtet darauf, dass eure Hunde an der Fläche nicht freilaufen dürfen, sondern angeleint sein müssen. Und dann habt ihr hier wirklich schöne Gelegenheit, auch direkt am Wasser zu sitzen. Und vielleicht auch ein Frühstück an so einer tollen Picknickbank morgens schon zu genießen. Und wenn die Bänke belegt sind, nehmt einfach eure Stühle mit. Ja, also ich genieße jetzt hier nur einen nassen Hintergrund, dass wir das eben hier gedreht haben. Jetzt ist es nämlich nass. Wer die Vogelwelt liebt, der kann hier jede Menge Wasservögel beobachten. Die sind hier ganz viel und Enten und Gänse, es ist alles vertreten, also dementsprechend habt ihr natürlich Geschnatter im Hintergrund. Nicht nur meins, sondern das von den Piepnetzen da draußen auch. Schön ist auch, in, ich weiß nicht, knappen Kilometer fährt eine Fahrradfähre auf die andere Seite, so dass ihr da auch nochmal die Möglichkeit habt, auf der anderen Seite eure Fahrradtour bis nach Almere vielleicht zu machen, direkt ans Eiselmeer oder einfach eine Rundfahrt zu machen, weil rechts und links auch nach circa einer Stunde Fahrzeug jeweils eine Brücke kommt. Und solltet ihr mit nicht mobilen Freunden, Verwandten herfahren wollen, gibt es noch diese 6-Personen-Glamping-Zelte, die man entsprechend buchen kann. Was die kosten, da schaut bitte auf die Homepage. Die Preise habe ich mir jetzt nicht anschauen können. Und wie gesagt, hier noch der saisonale Campingplatzbereich für 12 Wohnwagen, Zelte oder auch, wie ich schon gesehen habe, auch für Wohnmobile, die hier stehen, die aber im Winter abgebaut werden, weil die Wiese ziemlich nass ist. Und hier unser Fazit zum Gamperplatz im Yachthafen Libür.
schöne Anlage, in der man auch bei schlechtem Wetter die Zeit genießen kann. Es gibt viel zu sehen, du kannst gut zu Fuß auf einigen Wegen in den Ort laufen. Super nette Leute. Also nochmal, Jos, du hast mein Herz erweicht, ne? Du bist der beste Rasenmäherfahrer, den ich kenne. Und wir sagen an der Stelle nur Daumen hoch wieder für diesen tollen Stellplatz. Macht weiter so. Hier merkt man jedes Tröpfchen Herzblut, das ihr hier in die gesamte Anlage hineinsteckt. Danke! Und dann vergesst nicht, lasst uns bitte ein Abo da und schreibt in den Kommentaren mal wieder fleißig rein, ob ihr schon mal hier wart, wie ihr den Platz findet oder was ihr sonst noch für uns mitteilen möchtet. Danke für die rege Beteiligung. Wir sind geflasht, wie viele neue Abonnenten wir nämlich haben. Ob du dazu gehört hast, der das Knöpfchen gedrückt hat. Ich weiß, ich habe es gesehen. Danke dir. Ciao, bis zum nächsten Mal.